Meine Damen und Herren, ich darf Ihnen jetzt die Podiumsdiskussion ankündigen, die wir haben werden zum Thema EEG und den ersten Erfahrungen damit. Und ich darf Herrn Bünting, Herrn Kempmann, Frau Peter, Herrn Bahreis und Herrn Beck bitte zu mir bitten. Sie kriegen auch schon, haben schon Schilder, bei denen Sie sehen können, wo Sie bitte sich positionieren und platzieren sollen. Frau Peter, wenn Sie in der Mitte, das ist aber nett. Hallo. Grüß Sie, Herr. So, meine Damen und Herren, ich darf Ihnen die Gesprächspartner vorstellen und mache das jetzt nicht irgendeiner politischen Kleiderordnung nach, sondern einfach von links nach rechts, damit Sie nicht nur sehen und lesen können, wer ist, sondern es auch hören. Also ganz außen Dr. Hans Bünting, er ist Vorsitzender der Geschäftsführung von RWE Energy, also dem erneuerbaren Zweig von RWE. Neben ihm Johannes Kempmann, Präsident des BDEW und technischer Geschäftsführer der städtischen Werke in Magdeburg. Simone Peter, Bundesvorsitzende von Bündnis 90 die Grünen. Thomas Bahreis, Koordinator der Energiepolitik in der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Herr Bahreis, wenn Sie schon ganz früh da gewesen wären, hätten Sie schon viele Grußadressen an die konservativen Parteien und deren Haltung zur Energiepolitik vernehmen können. Und wir sind froh, dass Bernhard Beck bei uns ist, Geschäftsführer von Belectric. Und wie bitte? Und wir werden jetzt sprechen über die ersten Erfahrungen mit dem Erneuerbaren Energiengesetz, das wir haben. Und ich würde gerne, wenn es Ihnen recht ist, Herr Bünting, mit Ihnen anfangen. Sie sind in einem Konzern, der mit vielen verschiedenen Perspektiven und Blicken auf das EEG guckt, der nicht immer froh ist. Wie sehen Sie das? Haben Sie sich auch gewöhnt an das, was wir jetzt haben? Ja, man gewöhnt sich an den Wandel, kann man sagen. Insofern haben wir uns ans EEG gewöhnt. Wir haben uns auch an das neue EEG gewöhnt. Wir glauben, dass das neue EEG etwas ist, womit wir als Investor, ich komme ja aus der Investorensicht, gut klarkommen können. Jedenfalls mit den Projekten, die wir zurzeit haben. Wie es in der Zukunft ist, und das hat Herr Barke ja auch schon angesprochen, das hat Frau Müller schon angesprochen, das wissen wir noch nicht, denn das Thema Auktion steht ja bevor. Wir haben in Deutschland noch keine Erfahrung mit Auktionen. Es ist schade, dass wir heute hier sind und nicht übermorgen, weil übermorgen ist in England die erste Auktion nämlich beendet und da sind wir selber mit drin, sowohl im Offshore- als auch im Onshore-Bereich. Und dann könnte ich sicherlich auch aus erster Hand weitere Erkenntnisse dort weiterreichen. Insofern großes Fragezeichen. Wir wissen, was wir im Moment haben. Wir wissen nicht, was ab 2017 passieren wird für den Wind. Und wir wissen erst recht nicht, als großer Offshore-Investor, was wird bei Offshore passieren in der Zukunft. Im Augenblick, glaube ich, können wir mit dem EEG gut leben. Herr Beck, Ihr Unternehmen hat auch Stellung genommen. Photovoltaik ist ja im neuen EEG nach wie vor eine der zentralen Technologien. Sie haben am Anfang sich kritisch geäußert, vor allem vor dem Hintergrund der doch sehr geringen Zubauzahlen in den letzten, im letzten Jahr, aber können inzwischen auch damit leben. Ja, ich denke, die Marktanreize, die das EEG jetzt schafft mit der Ausschreibung, sind richtig. Wir müssen dahin kommen, dass die Solarindustrie auch in der Lage ist, ihre Preise zu definieren. Und ich denke auch, es ist richtig, die Mengen zu steuern. Also beides grundsätzlich erstmal Ziele, die funktionieren sollten. Womit wir nicht ganz zufrieden sind, ich denke, das haben wir auch entsprechend geäußert, ist die genaue Mechanik der Verordnungsermächtigung hinsichtlich des Flächenangebots, des Flächenwettbewerbs, der Frage, ob ich Gleichstromleistung oder Wechselstromleistung ausschreibe, ob ich dem Netzbetreiber, ich sage, planen erlaube oder nicht, also in die Netzplanung. Da geht es um die Frage, eingreifen. Wie groß die Photovoltaikanlagen werden können. Natürlich, aber wir reden ja bei der Ausschreibung von Anlagen, die sich im Bereich 5 bis 10 Megawatt einpendeln, das heißt durchaus im Verteilnetz erhebliche Bausteine sind. Und ich denke, es ist durchaus angebracht, die Frage der Netzkosten und die Frage der Ausschreibung in eine gewisse Überlappung zu bringen, um den Netzbetreibern hier vorausschauendes Handeln zu erlauben.
Frau Peter, Sie sind ja nicht nur von der Partei her, sondern auch von Ihrer persönlichen Sozialisation her jemand, der immer sehr stark sich für erneuerbare Energien interessiert hat und sehr stark bestimmte konventionelle Energien abgelehnt hat. Wenn Sie auf das Werk gucken, was die Große Koalition da auf den Weg gebracht hat, sind Sie zufrieden? Ja, wir gucken uns ja an, wohin wir wollen. Es geht darum, 100% erneuerbare Energien irgendwann zu erreichen. Irgendwann heißt, so schnell wie möglich, um gleichzeitig Versorgungssicherheit und Bezahlbarkeit zu leisten. Da wurde unter Rot-Grün vor gut anderthalb Jahrzehnten ein Instrument geschaffen, was zum einen dafür gesorgt hat, dass wir einen sehr beschleunigten Ausbau der erneuerbaren Energien bekommen haben, was dafür gesorgt hat, dass es eine sehr breite Akteursvielfalt gab, vor allen Dingen auch ein starkes Engagement der Bürgerinnen und Bürger. Wir werben ja immer dafür, dass es auch eine starke Akzeptanz vor Ort gibt. Jede zweite Kilowattstunde wurde in den letzten Jahren aus Bürgerhand produziert. Was die Kosten angeht, da haben wir auch immer wieder mal andere Modelle vorgeschlagen. Jetzt nicht, also innerhalb des Erneuerbaren Energiengesetzes, nicht jenseits. Und ich glaube, wenn man sich diesen Erfolg anschaut, dass wir in den letzten Jahren damit auch einen ganz starken Heimatmarkt gleichzeitig vorangebracht haben, der jetzt allerdings zerbröckelt, dann gucke ich mir in Bezug auf die Zielsetzung Versorgungssicherheit, Klimaschutz und eben die Möglichkeit, viele erneuerbare Energien einzusetzen, ein Stück weit mit Sorge, was entwickelt wurde. Wir haben ja die Kritik am Erneuerbaren Energiengesetz 2014 geäußert, dass mit einem Deckel, dass mit Vergütungskürzungen genau das erfolgt, was jetzt auch passiert ist, zum Beispiel bei der Photovoltaik, dass es zu einem Einbruch bei der Branche kam, zu einem starken Rückbau bei den Arbeitsplätzen. Der ist schon ein bisschen länger zu beobachten in der Tat, dass wir eine erhebliche Senkung des Zubaus haben, auch wenn die Erzeugung noch weiter ansteigt. Muss man sich genau anschauen, weil die Photovoltaik ja eine zentrale Säule der fluktuierenden erneuerbaren Energien des Strommarktes sein soll. Bei Windkraft haben wir das noch nicht, da haben wir bisher Steigerungen erlebt, aber mit Blick auf die Ausschreibungen, da haben wir uns sehr kritisch aufgestellt und gucken uns das auch sehr kritisch an, haben ja die Erfahrungen anderer Länder gezeigt, dass es eher teurer wird, dass es die Akteursvielfalt eher einschränkt und dass wir eben nicht das Ziel, relativ zügig zu erneuerbaren Energien zu kommen, beinhaltet. Deswegen kann ich vieles aufgreifen, was in der Diskussion schon gesagt wurde. Es muss darum gehen, gerade jetzt bei den Pilotprojekten, hier Windbereich wurde angesprochen, abzusichern, dass wenn man diesen Übergang macht zu den Ausschreibungsmodellen 2017, dass man nicht auch noch die Windenergie runterfährt, nachdem das mit der Photovoltaik äußerst kritisch zu sehen ist. Wir haben quasi einen Stopp bei der Bioenergie, wir haben keine weitere Entwicklung bei der Geothermie. Da wünsche ich mir einfach, dass wir Instrumente, Maßnahmen ergreifen, die die Akteursvielfalt berücksichtigt und gewährleistet, die die Bezahlbarkeit gewährleistet, die die Erneuerbaren in den Vordergrund stellt und rundherum einen Markt konstruiert bzw. gestaltet, der das Ganze nicht nur teuer macht, deswegen ein klares Nein zu Kapazitätsmärkten. Vielen Dank. Herr Barreis, wir haben heute Morgen schon viel gehört über die schwierige Rolle, die einige Bundesländer oder die ein Bundesland spielt. Nee, inzwischen sind es zwei. Bei der Frage der Integration der Erneuerbaren in die Netze. Wir haben auch lesen können heute im Handelsblatt, dass da auch innerhalb der Union eben inzwischen die Kritik an Bayern, an der Position von Bayern und teilweise auch an Hessen wächst. Wie sehen Sie das? Haben Sie sich mit dem EEG 2014 am Ende Probleme eingebrockt, die Sie heute politisch, parteipolitisch auch nicht mehr in den Griff kriegen? Also ich glaube, wir müssen die Diskussionen trennen. Der Netzausbau auf der einen Seite und der Ausbau von erneuerbaren Energien muss synchronisiert werden, gar keine Frage. Aber ich denke, das sind zwei, drei verschiedene Themenblöcke. Ich glaube auch generell, der Ausbau von erneuerbaren Energien kann man nicht mehr einzelnen Parteien zuschreiben, sondern ich glaube, es gibt zwischen, sage ich mal, Grün, Rot und Schwarz zwischen eine große Allianz, dass wir den Ausbau von erneuerbaren Energien wollen. Er wird auch kommen. Wir haben ja derzeit schon 27% nach neuesten Zahlen erneuerbare Energien am Netz. Wir haben auch letztes Jahr einen enormen Zubau gehabt, auch wenn die Frau Peter jetzt einen gewissen Fragezeichen hier gesetzt hat. Aber ich denke, dass man schon sehen muss, dass wir immer noch letztes Jahr 1900 Megawatt Zubau hatten im Bereich der Solarenergie. Das ist immer noch einer der größten Märkte weltweit, den wir haben im Bereich der PV. Und auch Windenergie wurde über 4400 Megawatt zugebaut. Das heißt, wir haben
nach wie vor noch einen enormen Zubau. Und was wir letztes Jahr beschlossen haben, war, dass wir einen verlässlichen Zubaukorridor gestalten wollen, um sowohl für die erneuerbaren Energien als aber auch für andere Kraftwerke und auch Speichertechnologien und Netzausbau einen gewissen verlässlichen Korridor auch zu definieren. Darüber hinaus haben wir noch wichtige Marktanreize geschaffen. Die Direktvermarktung war ein wichtiges Element, die Auktion, die Ausschreibung war ein wichtiger Punkt, der von Brüssel auch mitkam, den wir aber auch selber wollen, weil wir glauben, dass auch die erneuerbaren Energien in den Markt stark gehen können. Und dann haben wir auf der anderen Seite die Synchronisation, die Sie ja gerade auch angesprochen haben, Frau Weidenfeld, zum Thema Netzausbau. Und ich glaube, auch da gibt es vor Ort immer wieder auch eine Allianz zwischen allen Parteien, wo wir feststellen, dass einfach gewisse Akzeptanzschwierigkeiten da sind. Und wir können noch so, ich sage jetzt auch hier sehr offen, wir können noch so immer auf die CSU und auf die Bayern schimpfen. Ja, wenn es vor Ort halt dann tatsächlich darum geht, ein Netz auszubauen, wird es halt dann ganz konkret. Und auf einmal sind in einem Kreistag, in einem Gemeinderat und alle Fraktionen gewisse kritische Stimmen zu hören, die einfach sagen, ja, wir müssen einfach schauen, macht es Sinn, gibt es bessere Alternativen, brauchen wir mehr vielleicht vor Ort. Ich habe erst vor 2 Tagen wieder mit einer Windinitiative oder mit einer kritischen Initiative zum Thema Windausbau in meinem Wahlkreis tun gehabt. Und ich sage, auch da gibt es aus allen Parteien kritische Stimmen. Und ich glaube, das zeigt einfach nur, wie schwierig es ist, ja, vor Ort für dieses Projekt zu kämpfen. Ich glaube, da müssen alle daran arbeiten. Und da nehme ich auch die CSU, das heißt Horst Seehofer, mit in die Verpflichtung. Und da wird ja heute Abend auch sicherlich einiges gesprochen werden im Koalitionsausschuss. Und da müssen wir beide darum kämpfen. Wenn es nicht kommt, dann werden wir diese Energiewende so nicht schaffen können. Wenn es nicht kommt, wird man die Energiewende so nicht schaffen, wenn sich ein Ministerpräsident zur obersten Banana macht, also build absolutely nothing anywhere near anybody. Wissen Sie, wir diskutieren immer diesen schönen, warmen, tollen Räume hier in Berlin, wo es uns allen gut geht, wo wir tolle Getränke auf dem Tisch haben und nachher gibt es ein schönes Buffet. Aber wenn man vor Ort 200 Bürgermeister, Kreisräte und Landräte hat, die unterschreiben aus allen Parteien gegen eine Leitung, ja, dann möchte ich den Ministerpräsident sehen, der dann auf einmal sagt, er ist dann mit Brachialgewalt für eine Leitung. Ja, ich glaube, wir müssen diese Ängste ernst nehmen, wir müssen auch schauen, wie Unternehmen diese Leitung angepackt haben. Auch da haben wir auch einiges dazugelernt, auch aus allen verschiedenen Richtungen, auch die Unternehmen müssen da noch lernen. Und ich glaube, wir sind auf einem guten Weg. Wir müssen den Bedarf nachweisen. Dazu haben wir die Bundesnetzagentur, da haben wir den Bedarfsplan, der auch da ist. Und müssen dann schauen, Stück für Stück alle davon zu überzeugen, dass diese Leitungen kommen. Und ich sage noch einmal, auch hier in Berlin sehr offen, es ist nicht einfach, diese Projekte vor Ort umzusetzen. Und ich kann nur raten, dass jeder guten Willens ist und entsprechend an diesem Projekt mitmacht. Herr Kempmann, wir haben identifiziert als Hauptthemen aus dem EEG 2014, und das haben ja alle heute Morgen schon angesprochen, die Direktvermarktung als ein Thema, die Ausschreibung als ein großes Thema. Sind es die beiden Themen, die Sie einerseits in der Rolle als BDEW-Präsident, aber vielleicht auch aus der Rolle eines kommunalen Unternehmens bewegen? Na, das sind jedenfalls wichtige Punkte und das, finde ich, sind auch richtige Schritte. Hildegard Müller, ich muss das ja nicht wiederholen, hat ja, sagen wir, sehr gut bewertet aus unserer Sicht auch, wie sehen wir denn das EEG? Da sind die Direktvermarktung, das geht in die richtige Richtung, die wettbewerbliche Ermittlung der Förderhöhe, das geht in die richtige Richtung. Das ist ja gar keine Frage. Aber ich finde schon den Streit, den wir da gerade hatten über die Frage Netzausbau, das macht ja deutlich, dass die EEG-Novelle alleine nicht ausreicht, um das große Thema, nämlich wie kriegen wir den Zubau der Erneuerbaren und das alte Versorgungssystem so miteinander verlinkt, dass es zukunftsfähig auch funktioniert. Wie kriegen wir das hin? Das ist damit noch lange nicht erreicht, da müssen wir noch viel, viel mehr tun. Und da ist das Thema Netzausbau ein Thema dabei. Und da fällt mir ja ein, Herr Barke hat vorhin darauf verwiesen, bei der Frage Kapazitätsmarkt als Ergänzung, ja oder nein. Die entscheidende Frage ist, gibt es Vertrauen in die Konstanz der Politik, dass eine Zusage, man wird bei Preisobergrenzen nicht eingreifen, gilt. Und zwar nicht für eine Legislaturperiode, sondern dauerhaft, weil wir reden bei Investitionen in Kraftwerke über 30 Jahre oder mehr Refinanzierung. Und jetzt erleben wir beim Thema Netzausbau, dass sich alle committed haben und gesagt haben, das brauchen wir ganz dringend. Und dann stellt einer fest, verdammt nochmal, jetzt habe ich eine Europawahl oder ich habe eine Kommunalwahl, das ist aber blöd.
jetzt bin ich da nicht mehr so dafür. Und wir stellen ja auch fest, dass das parteiübergreifend ist. Ich meine, wir können mal drüber reden, wer in Hessen in der Regierung ist und ja, was da so diskutiert wird. Also da kann ich nur sagen, ich weiß ja nicht, wie das in der Landesregierung in Hessen so diskutiert wird, solche Fragen. Heftig. Ich will nur sagen, da stellen wir doch fest, dass diese Konstanz in der Politik, die wir dringend brauchen, so wirklich wahnsinnig nicht gegeben ist. Und ich will nur eins sagen, auch bei dem Thema, da bin ich vielleicht ein bisschen anderer Meinung als manche andere, mit diesen Auktionsmodellen kriegen wir, was die Menge des Zubaus angeht, vielleicht mehr Konstanz. Aber die Frage, wo ein solcher Zubau passiert, das wird dadurch aus meiner Sicht eher schwieriger. Und das heißt, dass die Netzausbauplanung natürlich auch sehr viel schwieriger wird in diesem Zusammenhang. Wir kriegen da also, sagen wir, noch ein bisschen Probleme zusätzlich. Weil das Auktionsverfahren unabhängig von der Frage... Ja, weil ich nicht weiß, wo denn am Ende des Tages welcher Zuschlag kommt und was dann da tatsächlich passiert. Das kriege ich dann sehr viel kurzfristiger mit als jemand, der für Netze verantwortlich ist, für Netzausbauplanung. Das macht es also eher schwieriger. Und ich meine, ich will Ihnen einfach nur mal sagen, ich habe im Moment bei uns im 110 kV-Netz 250 MW Wind im Oktober dazu bekommen. Die speisen auf eine Leitung ein, die hat eine Tragfähigkeit von 180. Die ist schon voll. Ich regle jeden Tag, ob Wind ist oder nicht, ganz gewaltig ab, muss ich einfach tun, weil es nicht funktioniert. Ich vergüte diesen Strom, der hätte eingespeist werden können, müssen meine Netzkunden zahlen. Das ist doch der blanke Irrsinn, das kann doch so nicht weitergehen. Herr Bünding, Sie haben zustimmend genickt. Ja, ich sage mal, das ist pointiert, könnte man ausdrücken, wir wissen, wo es passieren wird, weil die besten Flächen werden ja am Ende des Tages gewinnen und beim Wind wird das tendenziell der Norden sein. Das heißt, die ersten Auktionen werden, wenn denn keine Netzrestriktion eingeführt wird, weitere Kapazitätsaufbau im Norden von Deutschland bedeuten. Das verschärft das Problem der Nord-Süd-Trassen noch, während die Photovoltaik dann tendenziell eher im Süden sein wird. Das verschärft dann dort das Lastgefälle zwischen Mittagspeak und nachts auch. Insofern ist der Netzausbau letztlich der einzige Schlüssel, den wir haben, wenn wir die Auktionen relativ restriktionsfrei durchführen wollen. Ansonsten müssen wir anfangen, nicht nur den Zubau zu planen, sondern auch noch ganz scharf zu planen, wo wollen wir denn zubauen. Und dann geht nämlich die optimale Allokationswirkung der Auktion wieder flöten. Denn was wir eigentlich erreichen wollen, ist ja, dass die besten Flächen, die günstigsten Anbieter zuerst im Zuge kommen. Das wird dann nicht passieren. Herr Bareis, ist es nicht denkbar, dass man in ein solches Auktionsdesign irgendwann tatsächlich auch integriert die Frage, wo man zubaut? Also man kann jetzt diskutieren, aber ich warne ein bisschen davor, weil umso komplizierter Sie es machen, umso schwieriger wird es natürlich für den Investor oder für den, der bietet, da mitzumachen. Ja, also Sie lachen natürlich, Herr Kempmann, natürlich, aber es ist natürlich so, dass wenn Sie Märkte natürlich immer stärker eingrenzen und Kleinteile gestalten, wird es natürlich auch letztendlich teurer. Das muss man auch sagen, wenn es teurer wird, ist natürlich das, was wir ursprünglich mal erreichen wollten, dass dort investiert wird, wo ein günstiger Zubau möglich ist, wo Markt auch entsteht, dann schwieriger wieder umzusetzen. Also insofern muss man sich diskutieren, aber ich glaube, dass es letztendlich dann eher mehr Nachteile hat als Vorteil. Deshalb bin ich in diesem Bereich eher skeptisch. Dieses Problem, dass natürlich dort investiert wird, wo mehr Wind ist, ja, ist ja ist einerseits richtig, zwar ja. Da, aber auf der anderen Seite ist ja mal auch der Vorteil zu sehen, dass wir wirklich auch dann dort den höchsten Zubau haben, wo es aber am günstigsten ist. Das ist ja für den Verbraucher, für denjenigen, der den Strom dann abnimmt, auch sinnvoll. Deshalb haben wir ja im Süden heute ja schon wesentlich mehr Solarenergie und im Norden mehr Windenergie, weil natürlich dort die unterschiedlichen Verhältnisse auch sind. Ja. Und deshalb sagen wir, brauchen wir auch letztendlich den Netzausbau, klar, um das zusammenzubringen, weil das ist auch die günstigste, auch das ist wiederum die günstigste, sage ich mal, Möglichkeit, dann wiederum diese Energiewende zu gestalten. Netzausbau ist wesentlich günstiger, als dann dort Wind aufzubauen, der Wind nicht bläst. Übrigens ist es auch ein Akzeptanzthema. Ich sage Ihnen im Süden, bei uns in Baden-Württemberg ist das erste Thema immer bei Bürgerinitiativen gegen Windräder. Ja, bei uns bläst kein Wind. Wenn es Rindad zwei Drittel der Zeit steht, wollen wir kein Windrad hinterm Haus stehen haben. Das ist eines der ersten Argumente, das gerade immer auch gegen die Windenergie bei uns im Süden kommt. Herr Beck. Ich würde das Argument der Kosten nicht monodirektional betrachten auf die Kilowattstunde. Natürlich wäre es schlauer, wir bauen alle Solaranlagen in der Sahara, da ist es sehr günstig, aber den Strom hier hoch zu transportieren wird zwei-, dreimal so viel kosten, wie der Strom wert ist. Also man muss immer, denke ich, die Kombination aus dem Standort und den damit verbundenen Netzkosten und auch natürlich den damit verbundenen, ich sage jetzt mal, Kapazitätskosten betrachten. Weil ein Gaskraftwerk in Madrid noch lange nicht in München die Versorgungssicherheit sichert, die Stromleitung aber 100-mal mehr kosten wird von Madrid bis hier hoch nach München,
als ein Gaskraftwerk in München kosten wird. Also wir müssen energiewirtschaftlich denken und Wirtschaft ganz fett und unter Ausrufezeichen unterstrichen. Und das passiert aktuell nicht. Wir haben eine Situation, in der wir auf eine Kilowattstunde schauen, dann nicht aber auf die Implikation dieser Kilowattstunde im Energienetz. Wie der Herr Kemmann schon gesagt hat, das ist natürlich sehr schlau, dass ein Windpark dort steht, wo sehr viel Wind weht, aber Ihr Verbraucher zahlt entsprechend, dass er abgeregelt wird. Und wir haben das Thema ja vorhin ausführlichst auch gehört mit Redispatch-Kosten und so weiter. Also die inhärenten Kosten dieses Windrads im Vergleich zu ziehen, das Windrad würde ein bisschen woanders stehen, an einer etwas windstilleren Stelle, wäre wahrscheinlich ökonomischer. Ähnliches ist in der Solarenergie auch zu sehen. Wenn wir nur Solarenergieanlagen bauen an der österreichischen Grenze, ganz unten im Süden, dann wird es weder netzfreundlich noch energiewirtschaftlich noch volkswirtschaftlich sinnvoll. Wir haben daher auch plädiert, diese Anlagen großräumig zu verteilen übers Land. Also Mechanismen einzuführen über Abstandsregeln, Mechanismen einzuführen über Leistungen, also Wechselstromleistungen, die man ausschreibt, die so weit zu verteilen, dass eben die Volatilitäten zurückgehen, dass aber auch auf der anderen Stelle sich eine räumliche Verteilung über die Zeit ergibt. Da aber das nicht geht schnell mit einem Auktionsverfahren ja dann nicht, oder? Das würde alles funktionieren. Die Mechaniken sind ja in den Ausschreibungsmodellen auch in der Verordnungsermächtigung beinhaltet. Sie sind nur, ich sage jetzt von den Parametersätzen, nicht so, dass wir aus der Richtung der Solarenergie denken, dass das ein sinnvoller Ansatz ist. Frau Peter. Keine neue Frage. Gerne dazu noch. Ich teile das Anliegen, dass es wichtig ist, den Netzausbau voranzubringen. Wir haben uns sehr mühsam auf den Weg gemacht, war selber damals Energieministerin eines kleinen Bundeslandes, mit 16 Bundesländern einen Konsens zu finden, dass man den Netzausbau voranbringt, weil wir ihn brauchen, um die Erneuerbaren voranzubringen, um die Energiewende voranzubringen. Da gibt es die Konflikte vor Ort. Das ist richtig, dass das parteiübergreifend der Punkt ist, aber da muss man sich überlegen, wie kann man dem gegensteuern? Da nützt es nichts, wenn ein prominenter Ministerpräsident sich dann auch noch auf die Seite der Gegner stellt, sondern er muss ja eher dafür werben. Es muss darum gehen, die Ansätze, die wir immer wieder beschrieben haben, zum Beispiel die Erdverkabelung voranzubringen, über ein paar Pilotprojekte hinaus zu praktizieren. Auch da gibt es ja Berechnungen, dass es günstiger ist, volkswirtschaftlich die Erdverkabelung umzusetzen, als lange auf den Netzausbau mit Überlandleitungen zu setzen. Ist auch nicht trivial, aber da gibt es mit Sicherheit Möglichkeiten und ich glaube, dass wir insgesamt in der Diskussion, worauf wir hinwollen, immer noch mal das Gesamtpaket betrachten müssen. Wir wollen die Erneuerbaren ausbauen. Es muss darum gehen, Atomkraft und Kohle zurückzufahren. Bei der Atomkraft läuft das über den Ausstieg. Bei der Kohle sind wir noch längst nicht so weit, Rahmenbedingungen zu haben, die den Ausstieg voranbringt. Weil dann ist auch eine Akzeptanz da, wenn die Netze wirklich für die erneuerbaren Energien genutzt werden. Wenn die Ausschreibungsmodelle, die wir jetzt haben, es fördern, dass am Ende Energie da produziert wird, wo sie preisgünstig produziert werden kann. Das ist ja das Ziel. Auf der anderen Seite aber dann eben naturgemäß jedenfalls bei Windenergie nicht da produziert wird, wo sie verbraucht wird. Halten Sie das für sinnvoll? Ich halte es für sinnvoll, dass wir auch möglichst flächendeckend die Energie produzieren. Also nicht nur, dass am Ende dazu darauf hinausläuft, was eben angesprochen wurde, dass bei der Windausschreibung am Ende wieder nur im Norden Wind produziert wird, sondern da geht es auch darum, in Bayern solche Regelungen wieder wegzunehmen über die Abstände, dass wir auch in Bayern zu einem Windkraftausbau kommen, dass wir möglichst auch in der Nähe der Verbrauchszentren, weil das reduziert ja auch ein Stück weit den Netzausbau, dass wir hier flächendeckenden Ausbau haben, dass das Stichwort dezentrale Energieerzeugung weiter voranbringt. Und deswegen wird es wichtig sein, auch überall Windkraft auf Solaranlagen aufzustellen. Vielen Dank. Herr Barras, ist das vorstellbar? Oder ich würde Sie gerne noch mal nach der Frage der politischen Güterabwägung und der Interessenabwägung fragen. Wenn man sagt, wir müssen in Zukunft mit den Abstandsregelungen wieder auf ein Maß zurückkommen, wo man dann tatsächlich, und Herr Beck hat es ja auch angesprochen, auch Großflächenanlagen wieder installieren kann und eben nicht nur da, wo keiner wohnt, sondern auch da, wo viele wohnen und auch viel Strom verbrauchen. Ist es politisch vorstellbar, dass man von den Standards dann tatsächlich wieder runterkommt? Herr Frau Weidenfeld, wir müssen drum werben. Ich sage mal, wir haben heute natürlich einen hohen Standard. Wir haben heute nämlich, ist aber im Allgemeinen ist jeder für die Energiewende. Ja, wenn es im Konkreten dann ist, dann will jeder vor Ort dann einen höheren Abstand von Windrädern. Er will die Dinger nicht sehen. Er hat dann Angst um gewisse
Lärmbelästigung und. Ich glaube, wir müssen einfach versuchen, so kleinteilig wie möglich. Ich meine, Herr Barke hat ja vorhin auch beschrieben, dieses Projekt ist ein Projekt, das sehr vor Ort gemacht wird, wo eine dezentrale Energieversorgung kommen wird. Und Sie werden diese dezentrale Energieversorgung vor Ort nur dann hinbekommen, wenn Sie die Menschen dafür gewinnen. Deshalb haben wir ja auch verschiedene Elemente eingebaut. Das Thema Bürgerenergie, Genossenschaften ist ein Thema, wo die Menschen auch ganz konkret dann auch beteiligt werden an diesen, sagen wir mal, an diesen Investitionen, die vor Ort gemacht werden, an den Gewinn, die vor Ort gemacht werden. Wenn jeder dann auch am Ende des Jahres vielleicht ein paar Euro dann auf dem Konto sieht, dann sagt der Mensch, dann kann er vielleicht auch den Lärm, den er vielleicht vermeintlich wahrnimmt im Hintergrund, aber die kann ja etwas einfacher auch dann vielleicht ertragen. Also solche Modelle müssen wir vor Ort versuchen, Stück für Stück umzusetzen. Wir müssen es sinnvoll machen. Das heißt auch, dass wir auch planungsrechtlich müssen wir vor Ort auch entsprechend sinnvoll vorgehen. Da muss man auch manchmal etwas nicht zu kleinteilig vorgehen. Wir müssen auch in Raumschaften denken. Wir müssen schauen, wo ist ein Windpark am besten anzusiedeln? Ja? Und wo kann man vielleicht auch gewisse Gebiet zusammengrenzen und dann dort auch dann vielleicht zentral vielleicht 5, 6 Windräder dann aufbauen, anstatt jetzt im ganzen Land, sagen wir, in jeder Ecke ein Windrad aufzustellen. Ich glaube, das sind so wichtige Punkte, die wir einfach mit im Einklang mit den Bürgern dann umsetzen müssen. Herr Kempmann, was konnte man denn bei den anderen Erneuerbaren aus dem Ausschreibungsmodell für Photovoltaik lernen? Also das kommt ja auf die anderen auch zu. Ja, es kommt auf die anderen zu, insbesondere auf Wind. Ich glaube nicht, dass das so einfach übertragbar ist, was PV angeht und was Wind angeht, weil es einfach auch um eine andere Technik geht. Es geht auch um andere Mengen dabei. Wenn ich irgendwo einen Windpark hinstelle, dann habe ich am Ende eine ganz andere Leistung dahinter als bei Photovoltaik. Ich sage Ihnen nach wie vor, es geht darum, und das müssen wir versuchen, auch in solche Auktionsmodelle mit hineinzubringen, immer zu sehen, haben wir denn überhaupt ein Netz, um eine Anlage, die dann irgendwo entsteht, auch aufnehmen zu können. Wie kriegen wir das denn zeitlich so koordiniert, dass wir den Strom, der da produziert wird, auch irgendwo hinbringen? Sonst macht es einfach überhaupt gar keinen Sinn. Klar. Also das können wir schon mal aus dem PV vielleicht mitnehmen und dann müssen wir das wirklich mal abwarten, wie das jetzt funktioniert. Wir sehen ja, und wir sind der Überzeugung, dass die Flächen einfach zu gering sind. Wir kriegen da keinen volatilen Markt hin. Wir brauchen größere Flächen. Wir müssen auch in landwirtschaftliche Flächen gehen, was PV angeht. Da bin ich ziemlich sicher. Sonst wird das nichts am Ende des Tages. Und dann müssen wir sehen, dass wir für Wind uns vielleicht ein bisschen mehr Zeit nehmen und sagen, wie müssen denn da die Rahmenbedingungen wirklich sein. Aber ich sage Ihnen, für mich entscheidend ist wirklich immer noch die Frage, und wie kriege ich es mit dem Netzausbau koordiniert. Wenn ich das nicht hinkriege, hilft alles gar nichts. Herr Bünding, Herr Beck, Herr Barras. Ja, das ist jetzt ein Problem, das können wir, glaube ich, im Moment schwer lösen. Wir haben ja gerade gesagt, wir wollen einerseits die Akteursvielfalt behalten, also auch kleineren Anbietern eine Chance geben. Andererseits wollen wir das Netz integrieren. Ich will auch eine gewisse Verbindlichkeit schaffen bei Auktionen. Wenn ich mir andere Länder angucke zum Beispiel, da muss ich für das Netz bezahlen. Ich kriege das Geld nachher zurück. Aber ich muss vorfinanzieren, muss dem Netzbetreiber über Sicherheiten oder über Cash sogar das Netz bezahlen, das er zu meinem Windpark legt. Das wäre eine Möglichkeit, ich sag mal, den Netzausbau koordinativ hinzukriegen, weil wenn die Netzkosten nämlich Bestandteil der Windparkkosten werden, dann werden sich da auch die besten Standorte am Ende des Tages herausstellen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit, aber eine Lösung habe ich da jetzt auch nicht. Herr Beck? Geht man jetzt in das Thema rein, Herr Kempmann, Sie haben es richtig formuliert, man sollte natürlich da Solarkraftwerke auch bauen, wo es das Netz verträgt, wo wir eben keine Kosten erzeugen, sondern Kosten sparen durch Solarkraftwerke, die eventuell auch Netzdienstleistungen erbringen können und Netz steuern können, Tag und Nacht. Also dieses hehre Ziel hatten wir mal zum Thema der Ausschreibungsermächtigung, sind allerdings leider sehr stark überrascht worden von einem Konzept, was genau das Gegenteil erzeugt. Also wir sollen jetzt da bauen, wo wir meistens kein Netz haben, an irgendwelchen Autobahnranstreifen oder Schienenwegenranstreifen. Und die sind nicht dadurch geprägt, dass sich die Netzbetreiber die letzten Jahrzehnte genau dahin orientiert hätten. Und auch die Umspannwerksbetreiber haben selten genau neben die Autobahn gebaut. Was im Prinzip das heißt, dass wir an den, ich sage jetzt, dümmstmöglichen Stellen projektieren müssen, getrieben über das Ausschreibungsmodell. Macht wenig Sinn. Gehen wir einen Schritt weiter. Wir haben Gemeinden an Autobahnen hocken, die sowieso die Autobahn schon haben, das Gewerbegebiet schon haben, die Landwirte sind schon etwas stärker unter Druck. Da muss ich jetzt noch rein mit einer Solarprojektierung. Eine Gemeinde nebendran, 2 Kilometer entfernt. Der Bürgermeister will, der Landwirt möchte gern seine Fläche hergeben, möchte dieses Zusatzeinkommen auch für seinen Betrieb sichern. Wir haben den Naturschutz und alle im Boot. Diese Flächen können wir sogar genehmigen nach Baurecht, dürfen aber nicht in der Ausschreibung mitmachen. Dazu kommen all die Flächen, die wir bereits die letzten Jahre entwickelt haben, wo es Gemeinden, Investoren gibt
die gerne in solche Flächen rein wollen, bis hin zu Bürgerenergiegenossenschaften. All diese Flächen sind momentan vom Ausschreibungsverfahren ausgeschlossen. Also wenn wir über das Thema Markt und Wettbewerb reden, das Thema Netzintegration reden, dann müssen wir wirklich aber auch nochmal das Thema Verordnungsermächtigung aufmachen und müssen uns überlegen, wie kriegen wir diese Wirtschaftlichkeitsimpulse, aber auch diese räumliche Verteilung und die Netzfreundlichkeit hin. Und da braucht man nicht viele Schrauben drehen, aber so wie es jetzt aktuell ist, macht das nur begrenzt Sinn. Herr Barres. Also ich muss Herrn Beck leider dem Punkt recht geben, das sind mal Ausschreibungen im Bereich der PV. Diese Pilotphase, die wir jetzt haben, ist noch optimierungsfähig. Das ist sicherlich noch nicht alles richtig zu Ende gedacht, was da drin steht. Aber das ist ja auch eine Pilotphase, die wir einfach nochmal auch da nutzen sollten, um entsprechend dann draus zu lernen und dann es hoffentlich besser zu machen, wenn es dann wirklich dann auch spruchreich wird von der Gesamtmenge. Aber ich glaube, was ich noch gerne einbringen will, als sagen wir, Weiterführung dessen, was wir jetzt diskutieren, ich glaube, wir müssen einfach den erneuerbaren Energien mehr Verantwortung geben. Und da will ich mal zwei Stichpunkte geben, die teilweise auch schon angesprochen worden sind. Das erste Thema Erzeugernetzentgelte. Wir müssen sicherlich auch schauen, wie wir vielleicht diejenigen, die dann entsprechend angeschlossen werden, ans Netz, um was einzuspeisen, auch dann an diesen Netzkosten in der Region dann auch beteiligt werden. Dann wird natürlich auch überlegt, wo macht ein Anschluss Sinn, was macht auch wirklich dann auch wirtschaftlich dann Sinn und technisch Sinn. Und dann sind vielleicht auch solche Dinge, die Sie beschrieben haben, nämlich diese irrsinnigen 110 Meter Randstreifen an Autobahnen und an Schienenstrecken, hoffentlich dann auch die Geschichte, weil dann macht es wirklich keinen Sinn, eine Anlage zu bauen, oder meistens macht es keinen Sinn. Ich glaube, das war auch irgendwie ein Kompromiss, den man vor etlichen Jahren geschlossen hat, den wir jetzt wieder mal auflösen müssten. Und der zweite Punkt, den ich als Idee einbringen will, ist das Thema der Härtefallregelung. Das heißt, immer noch werden die Anlagen, die abgeregelt werden müssen, werden derzeit bezahlt. Die Kilowattstunde muss trotzdem bezahlt werden. Und ich glaube, auch das ist in einem System, das marktwirtschaftlich orientiert ist, wo jeder auch ein Stück weit Verantwortung für das, was er einspeist, auch entsprechend dann geben muss und entsprechend vielleicht auch sorgen muss dafür, dass er vielleicht Speicher aufbaut, nicht mehr zeitgemäß. Ich glaube, wir müssen auch da schauen, dass wirklich jeder schauen muss, dass das, was er produziert, auch abgenommen wird und dann nur bezahlt wird. Und wenn es nicht abgenommen wird, muss er vielleicht andere Möglichkeiten finden, um den Strom, wie gesagt, in Speicher zu stecken und dann vielleicht wiederum dann anbieten zu können, wenn er wirklich gebraucht wird. Lassen Sie uns das Thema gleich nochmal vertiefen. Ich habe jetzt noch Herrn Kemmern und Frau Peter zu dem Thema auf der Liste und dann würde ich gerne zum Thema Direktvermarktung vielleicht tatsächlich Herr Beck, ich kann Ihnen da wirklich recht geben in all den Punkten. Das Schöne ist, dass wir im BDEW ja genau diese Arbeitsgruppen auch haben, um gemeinsam dort weiterzudenken, um am Ende gegebenenfalls auch gemeinsam der Politik ein Angebot zu machen, wie man beim Thema Ausschreibung weiter vorangehen kann. Ein Angebot, was am Ende, wie ich hoffe, die Politik auch gar nicht ablehnen kann. Haben Sie den Eindruck, dass da Gesprächsbereitschaft und auch Beratungsbedarf besteht? Bei der Politik glaube ich, wie soll ich jetzt mal sagen, ich habe den Eindruck ganz generell, dass die Politik heute schon anfängt, ein bisschen auf das Jahr 2017 zu starren. Wo das nächste EEG fällig ist. Ja, wo insbesondere die nächste Bundestagswahl stattfindet und ein bisschen Angst davor hat, dass man eine Debatte kriegen würde, die irgendwie in die Richtung geht, es geht um Strompreissteigerungen. Das will man eher nicht. Ich glaube, wenn man Energiewende am Ende des Tages wirklich durchsetzen will und wir wollen sie durchsetzen, dann muss man den Leuten auch sagen, es kostet Geld und die Tasse Cappuccino ist es nicht. Ach so, und das ist jetzt das Gesprächsangebot an die Politik, dass Sie sagen, wir diskutieren 2017 nicht über Preise, wenn ihr mit uns dann über ein ordentliches Ausschreibungsmodell redet. Was Herr Dünting gesagt hat, ich glaube, das ist der eine Stichwort gesagt, nämlich die Frage, wie finanzieren wir eigentlich Netze? Das ist ein Thema, was Herr Barke sonst eigentlich auch immer drauf hat und sagt, auch in diesem Jahr, wir müssen noch darüber nachdenken, die Netzentgeltsystematik ein Stück weit zu verändern. Er hat, und das ist auch ein hehres Ziel, darüber ein bisschen mehr Demand-Side-Management steuern zu können, über eine flexiblere Netzentgeltsystematik. Man kann natürlich darüber nachdenken und ich als jemand, der für Netze mitverantwortlich sage, die Kostentreiber in den Netzen sind im Moment nicht unsere abnehmenden Kunden. Und sind natürlich unsere einspeisenden Kunden. Ich habe 80% Erneuerbare, habe ein halbes Bundesland als Netz. Das ist verlockend zu sagen, ihr müsst die Netze mitfinanzieren. Aber
Die Wahrheit ist natürlich, es betrifft dann alle Kraftwerke und wir haben genau das Thema, dass natürlich viele Kraftwerke heute extrem notleidend sind und wir haben das Thema, dass Kraftwerke auch in einem europäischen Wettbewerb sich befinden und dann sehen wir, dass wir an dieser Stelle mit nationalen Alleingängen wirklich nicht so wirklich vorankommen werden, sondern auch da bräuchten wir dann eine gesamteuropäische Lösung, damit wir uns nicht zusätzliche Wettbewerbsnachteile organisieren, aber das ist ein Thema, was natürlich auf der Tagesordnung steht. Frau, vielleicht direkt dazu geht es noch, aber mal kurz dann, weil Frau Peter auch schon auf der Liste steht. Ich bin vielleicht falsch verstanden worden. Ich plädiere nicht für eine G-Komponente, sondern ich plädiere dafür, dass bei der Netzausbauplanung auch der Kraftwerkserbauer mit ins Boot genommen wird und auch eine gewisse Verbindlichkeit geschaffen wird. Das ist eine zeitliche, also terminliche Verbindlichkeit, aber auch die Verbindlichkeit, dass wenn er denn einmal nicht baut, es gibt ja auch Sunk-Investments im Netz, er entsprechend zur Kasse gebeten wird. Damit erhöhe ich die Planungssicherheit auf Seiten des Netzbetreibers, was am Ende des Tages, die Kosten werden am Ende des Tages wieder über die Netzkosten refinanziert. Aber ich erhöhe die Verbindlichkeit und die Planungssicherheit. Frau Peter. Ich denke mal, der Blick auf 2017 sollte uns eher ermutigen, Konzepte voranzubringen, die Zielsetzungen nicht aus dem Auge lassen. Was das Thema Ausschreibung bzw. Flächen angeht, würde ich das teilen. Also es gab ein gewisses Ziel, Flächen hier mit reinzunehmen in die Vergütung, die an besonders belastenden Schienen, Straßenwegen lagen. Trotzdem haben wir damals auch schon kritisiert, dass man bestimmte Flächen rausgenommen hat bei der Photovoltaik in der Freiflächenvergütung und da muss es auch jetzt nochmal drum gehen, die Flächen zu erweitern. Sonst sehe ich auch die Problematik, dass wir das in der Flächenkulisse nicht ordentlich hinbekommen. In der Gesamtperspektive Ausschreibung, da muss es drum gehen, jetzt auch natürlich auf den Wind zu schauen, mit Blick auf 2017. Die Umstellung ohne erweiterte Pilotverfahren auch im Windbereich durchzuführen, ist ein hohes Risiko. Ich glaube, wir teilen alle die Sorge, dass es insgesamt nicht teurer werden darf, dass wir den Ausbau voranbringen wollen. Und deswegen wird es so wichtig sein, den gesamten Strommarkt anzuschauen, auch die ökologischen Flexibilisierungsmöglichkeiten mit einzubeziehen und eben auch den Blick auf den restlichen Kraftwerkspark, der ja noch sehr demonierend ist, zu werfen und eine klare Vorgabe zu geben, wie wir da zu CO2-sparenden Mechanismen und Anlagen kommen. Vielen Dank. Bevor wir dann Sie alle auch einladen, sich an unserer Diskussion zu beteiligen, also Sie können sich schon mal darauf vorbereiten, wenn Sie möchten, würde ich gerne noch ganz kurz ansprechen das Thema Direktvermarktung. Wir haben jetzt mit Grünstrom ein Modell auf dem Tisch. Brauchen wir noch mehr davon, Herr Beck? Ich denke, in der Direktvermarktung, wir sehen das natürlich etwas dezentraler als vielleicht die großen Kraftwerksbetreiber, aber es ist natürlich so, dass die Direktvermarktung dem Verbraucherinteresse sehr nahe kommt. Wir haben, weil der Verbraucher, wenn er grünen Strom bucht, auch grünen Strom haben will. Ich sag's mal pragmatisch, ein Verbraucher, der vor Ort ein Windrad stehen hat und kann genau diesen Strom kaufen, wie auch immer wir das jetzt technisch bilanziell hinkriegen, der wird natürlich mit diesem Windrad sich anders identifizieren, wie wenn da irgendein, ich sage jetzt mal, süddeutscher Investor im Norden ein Windrad baut, um den Spieß mal umzudrehen, das er dann vor der Nase stehen hat. Ich denke, Modelle der Direktvermarktung müssen über diesen Punkt rausgucken, müssen auch schauen, wie wir lokales Lastenmanagement, lokales Erzeugungsmanagement an die lokalen Netzgegebenheiten anbringen. Also ich glaube, wir müssen da noch ein ganzes Stück weiterdenken. Wenn ich einen Apfel kaufe, kann ich mir das vorstellen, dass das wichtig ist, dass ich weiß, dass der von meinem Nachbarbauernhof ist. Bei Strom wäre es mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Stellen Sie sich mal das hehre Ziel vor, dass wir technisch in der Lage wären, in kleinsten Clustern die Stromversorgung immer darzustellen. Also nur mal rein fiktiv, dann wären wir auch in der Lage, ich sage jetzt, die Obernetze fast wegzulassen. Das will ich jetzt nicht behaupten, dass wir es tun sollen. Nur gut. Es ist eine Frage. Dann ziehen Sie Arm in Arm mit Herrn Seehofer durch München und. Es ist eine Frage der Technologie, dezentral zu gehen. Schauen Sie sich die technologischen Pfade an, der Computer. Da waren das früher Zentralrechner, 2-3 Stück in Deutschland. Heute hat jeder einen Zentralrechner in der Hosentasche. Ich nehme an, 100% der Leute hier im Saal haben ein dezentrales Rechenzentrum. Sie haben ein dezentrales Kommunikationszentrum. Wir werden auch informationstechnisch in den kommenden Jahren durchaus in der Lage sein, ganz andere energiewirtschaftliche Produkte, die auch netzkonform und verbraucher- und erzeugerkonform sind, zu leisten. Das ist ein Lernprozess, auf den wir rein müssen. Frau Peter nickt, Herr Kemp schüttelt den Kopf. Sie beide nehme ich noch dazu. Und dann sind Sie bitte gerne dran mit Ihren Fragen und Anmerkungen. In welcher Reihenfolge hätten Sie das denn? Zuerst Frau Peter. Zuerst die Zustimmung, Herr Kemp, dann die Ablehnung.
das teile ich. Also zunächst mal nach dem Wegfall des Grünstromprivilegs ist es jetzt ganz, ganz wichtig, dass wir den Grünstromaspekt mal in die Direktvermarktung reinbekommen. Da muss es darum gehen, dass wir im Umfang und zu den Kosten, in dem auch der EEG-Strom vermarktet wird, Möglichkeiten schaffen, erneuerbaren Strom direkt zu vermarkten. Und ich teile auch, dass es eine hohe Sympathie ist, wenn man selber weiß, auch wo der Strom herkommt. Also warum soll das anders sein als beim Apfel? Wenn man eine eigene Solarstromanlage auf dem Dach hat, läuft man auch, oder viele laufen dann abends zum Zähler und schauen nach, wie viel eingespeist wurde. Und das ja. erhöht die Akzeptanz, gibt die Möglichkeit, einfach für die Bürgerinnen und Bürger darzulegen, wir erzeugen das in eigenem Umfeld. Und ich habe da technologisch auch überhaupt keine Sorge. Ich glaube, wir waren da auch eher eine Partei, die in den letzten Jahren dafür geworben hat, dass technologisch noch vieles möglich ist in dem Bereich. Herr Kempmann. Also wissen Sie, wenn man Wolkenkuckucksheime braucht, um sich sie zurechtbastelt, um irgendwas durchsetzen zu wollen, mag man das ja tun. Mit der Realität, das muss ich Ihnen wirklich sagen, hat das aber auch schon überhaupt gar nichts zu tun. Die Wahrheit ist schlicht und ergreifend, wenn wir heute 27-28% Strom aus Windkraft haben, in meinem Netz sind es 80%, dann haben wir 1800 Volllaststunden bei uns, die Windkraftanlage, da produzieren wir 80% des Jahresbedarfs. Jetzt erzählen Sie mir mal, wem ich den denn da vor Ort geben soll. In mehr als der Hälfte der Zeit speise ich aus meinem Netz, aus der 100 kV ins Übertragungsnetz zurück und dann wird dieser Strom europaweit verteilt. Und unser Problem ist doch im Moment, dass unsere europäischen Nachbarn sagen, hört doch mal auf mit diesem Irrsinn, ihr zerschießt uns die Netze. Die Polen fangen an, Phasenschieber aufzubauen, um sich abzuschotten von diesen fluktuierenden Einspeisungen. Im Westen fängt die gleiche Diskussion an. Wir reden über ein gesamteuropäisches Verbundnetz, das wir brauchen, um die dezentralen Anlagen irgendwie beherrschen zu können. Da muss ich doch nicht die mehr erzählen. Irgendwie, ich stricke mir meine Socken selber und der Strom kommt vom Nachbarsgarten. Das ist doch Irrsinn. Herr Kempmann, vielen Dank. Ich habe kein Widerspruch. Frau Peter, Sie dürfen gleich in der Schlussrunde nochmal. Ich würde jetzt gerne Sie beteiligen. Ich habe eine Wortmeldung. Bitte schön. Ja, Lars Waldmann, Agora Energiewende. Herr Kempmann, eine direkte Frage. Bei dem, was Sie jetzt gerade gesagt haben, 150 MW neue Anlagen bei Ihnen im Netz. Die Netze sind überlastet. Da müssen Sie doch ausbauen, ENWG. Und jetzt will ich Ihnen genau sagen, die Netzkosten werden Ihnen dann über die Netzentgelte werden die Investitionen erstattet und das ist eigentlich das Geschäft des Verteilnetzbetreibers. Wo liegen Ihre Probleme? Vielen Dank. Herr Waldmann, Herr Kempmann, wenn es Ihnen recht ist, würde ich gerade noch gucken, ob wir noch zwei, drei andere Wortmeldungen haben da hinten und das dann sammeln und dann gehen wir gleich hier zurück aufs Podium. Ganz hinten in der letzten Reihe und der Herr in dem türkisen Hemd. Genau. Vielleicht fangen Sie an, dann geht das Mikrofon zur anderen Richtung. Bitte schön. Ja, Rühle, mein Name, Stadtwerke Wolfhagen. Wir sind ein kleiner Versorger in Nordhessen. Ich wollte noch einen Aspekt einbringen, auch über die Entwicklung der Windindustrie. Wir bauen eine ganze Reihe Anlagen bei uns in Nordhessen, auch innerhalb der Stadtwerkeunion, einer Kooperation dort. Und ich denke, wir sollten auch mal mit daran denken, dass die Windenergie sich inzwischen auch für Schwachwindstandorte weiterentwickelt hat. Das heißt also, die Basis, die wir hatten, sozusagen an der Küste, haben wir gutes Winddargebot, aber auch in anderen Bereichen, also zum Beispiel auch im nordhessischen Bergland, ist inzwischen möglich, auf Volllaststunden um die 3000 Stunden zu kommen. Das heißt, es gibt dort Standorte, wir müssen sie entwickeln. Wir haben auch in unserer Region die Südlink-Diskussion und für mich ist so die Fragestellung, kann man nicht eher vermitteln, auch da haben wir harte Erfahrungen gesammelt mit einem eigenen Windpark, den wir errichtet haben, die Bürger davon zu überzeugen, als von einer Trasse, die sozusagen eigentlich mit den Menschen dort nichts zu tun hat. Und ich möchte abschließend eine konkrete Frage stellen, und zwar nämlich zu dem Thema Grünstrommarktmodell an die Runde. Wir haben in Wolfhagen jetzt die aktuelle Situation, Stadtwerk 15.000 Einwohner. Wir haben mengenmäßig den Strom aus einer großen Photovoltaik- und Windenergieanlage erzeugt, den Industriehaushalt und Gewerbe für unsere kleine Stadt brauchen. Wir sind also bilanziell 100% erneuerbar und wir verkaufen nach wie vor österreichischen Wasserkraftstrom, weil wir es sozusagen örtlich nicht zertifiziert bekommen. Und da wäre so für mich die Fragestellung von wegen Apfel aus dem Garten, das Beispiel, was wir eben hatten. Uns wäre stark daran geholfen und ich glaube, es wäre auch eine starke Identifizierung möglich der Menschen mit ihrer eigenen Energieversorgung. Von da aus würde ich Ihnen gerne widersprechen, dass doch dieser Apfel, das Apfelbeispiel möglicherweise hilft. Vielen Dank, wir werden das gleich vertiefen. Bitte schön, ich habe nur eine Wortmeldung hinten und würde dann auch gerne
die Rednerliste schließen, damit wir dann hier noch antworten können. Bitte ja, schön. Carsten Wiedemann vom BNE ist nur noch eine kurze Ergänzung, einfach zum Grünstrom-Marktmodell, vielleicht an Herrn Bareis. Da liegen jetzt die Vorschläge vor und ich wäre nur mal interessiert daran zu erfahren, wie sozusagen der Prozess läuft oder wie Ihr Zeithorizont ist, wann da was beschlossen wird, denn die Verordnungsermächtigung ist ja Teil des EEGs schon gewesen. Ja, Herr Bareis, wollen Sie gleich anfangen? Ja, herzlichen Dank. Ich will vielleicht mit Herrn Rühl beginnen. Er hat ja beschrieben, dass er bilanziell sich schon aus grünem Strom versorgen kann, aber das ist halt einfach nur die halbe Wahrheit. Wenn halt dann nachts mal keine Sonne scheint und kein Wind bläst, dann haben sie halt keinen Strom. Und ob das dann das ist, was wir wollen, ist halt die große Frage. Genauso wie ich meinen grünen Freunden in Freiburg immer sagen muss, die können sich zwar vielleicht 120% aus der Sonnenenergie versorgen, aber trotzdem haben sie jetzt Zeiten, in denen sie noch von einem alten Kernkraftwerk aus Frankreich abhängig sind, weil sonst gehen die Lichter aus in Freiburg und auch dort gibt es Industrie, die entsprechend dringend Tag und Nacht verlässliche Stromversorgung braucht. Also davon müssen wir da schon auch ehrlich sein und müssen einfach schauen, dass halt auch die Versorgungssicherheit ein wichtiges Gut ist und deshalb müssen wir auch das, was Herr Barke vorhin richtigerweise gesagt hat, auch glaube ich ernst nehmen. Wir haben eine dezentrale Energieversorgung der Zukunft, die immer mehr wird. Auf der anderen Seite wollen wir aber keine Autarkie, weil Autarkie ist unbezahlbar. Und insofern, glaube ich, sollten wir auch an dem Thema anknüpfen. Deshalb haben wir die Direktvermarktung eingeführt jetzt. Wir haben dort mehr Markt eingeführt. Auf der anderen Seite haben wir gesagt, wir wollen auch schauen, wie wir das Thema Grünstromvermarktung, da komme ich jetzt zur zweiten Frage, die an mich gestellt worden ist, wie wir die auch vielleicht nochmal aufgreifen können. Wir haben da auch zwei klare Definitionen im Koalitionsvertrag dann auch festgezurrt. Wir haben gesagt, wir wollen eine Grünstromvermarktung nur dann, wenn sie einerseits nicht mehr kostet für den Gesamtverbraucher oder für alle Verbraucher und auf der anderen Seite wollen wir eine Grünstromvermarktung nur dann, wenn sie auch mit Europarecht konform ist, was ja bei der alten Vermarktung ja ein Problem war. Und da sind wir gerade dran, intensiv an Gesprächen. Ich kann Ihnen sagen, dass wir diese Woche auch in der Koalition nochmal dazu ein Gespräch machen. Ich glaube sogar am Donnerstagmorgen ist es mein erster Termin, wo wir nochmal intensiv schon immer die Modelle anschauen. Wir haben das schon mal getan. Ich kann Ihnen noch nicht genau sagen, letztendlich wie es da rausgeht, aber wir werden uns da die nächsten Wochen auch nochmal intensiv zum Thema nochmal unterhalten und wollen dann in einer zweiten Phase schauen, ob diese zwei Voraussetzungen, die wir uns vorgenommen haben, dann auch mit diesen Modellen auch umsetzbar sind und dann werden wir sicherlich im Sommer auch in der Frage dann des Strommarktes sein, uns auch mit diesem Thema beschäftigen. Frau Peter. Also ich glaube, man sollte den künstlichen Widerspruch hier nicht aufmachen zwischen der Europäischen Energieunion und der möglichst dezentralen Erzeugung und Vermarktung. Was da möglich ist an dezentraler Vermarktung, sollte umgesetzt werden. Natürlich nicht zu höheren Kosten und europarechtskonform, das mag ja richtig sein, aber da gibt es Spielraum, wenn eben, da gibt es ja ein gutes Modell, das Grünstrommarktmodell, was deutlich macht, dass man eben den Umfang und die Durchschnittskosten, die über das EEG auch anfallen, hier nicht übersteigt, beziehungsweise die Gesamtkosten nicht übersteigt. Und von daher ist es wichtig und richtig, dass Kommunen, Landkreise, die sich auf den Weg gemacht haben, ihren Strom selber zu erzeugen, natürlich eingebunden sind in einen Energiekontext über ein Energienetz, sodass in Zeiten, in denen der Strom nicht vermarktet werden kann, weil er vielleicht gar nicht angeboten wird, auch weiter versorgt wird. Aber das ist ja kein Widerspruch. Das muss zusammengehen und das sollte die Herausforderung sein, die man stemmen muss. Herr Beck. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz eingehen auf die Frage der Dezentralität. Ich glaube, wenn wir aus der Energiewende kommen, die letzten 10, 15 Jahre, dann haben wir gesehen, dass wir aus einem völlig zentralen System in immer dezentralere Systeme kommen. Mhm. Kennt man an der Stelle, ein 250 Megawatt Windpark ist aus meiner Sicht ein Zentralkraftwerk. Und wenn das Ding nur 2,5 Megawatt groß wäre, hätten Sie wahrscheinlich auch gar kein Problem zu sagen, passt ins Netz, machen wir gar nicht lang rum. Das heißt, die Frage der Dezentralität schafft nicht Probleme, sie löst sie aber auch, wenn man diese technische Herausforderung als technischen Pfad aufnimmt. Und eine räumliche Verteilung der Windkrafträder genauso wie eine räumliche Verteilung der Solaranlagen würde uns im Thema Netzsteuerung sehr viele Probleme lösen. Unsere Probleme liegen in der zentralistischen Betrachtung dieser Systeme, dass wir zu viele Cluster haben, die viel zu stark sind und dort eben keine Verbraucher haben in dem Maße. Die Verbraucher aber auch durch Regulierung, der Pitch mal an den Herrn Bareis geschaffen, auch nicht schaffen. Wir haben sicherlich auch Gasbrenner und Ölbrenner zeitgleich zur Wärmeerzeugung, während sie Windkrafträder Nextdoor abregeln, was energiewirtschaftlich auf die Bundesrepublik bezogen nicht unbedingt schlau ist. Herr Bünd. Das heißt, hier gibt es durchaus genug. Sie dürfen, Herr Kempmann, Sie dürfen zum Schluss sehr gerne auch noch. Jetzt ist Herr Bünding, dann Herr Kempmann und dann sind wir zu Ende. Ja, ich glaube, zum Thema Grünstrommarktmodell ist meist schon gesagt, also wir würden es
bevorzugen, wenn man natürlich direkt dem Kunden den Strom nachweisen kann. Ich rede über nachweisen, ich rede nicht physisch dem Kunden das Strom bringen, das ist physikalisch ja auch gar nicht möglich. Das zweite ist vielleicht das Thema, wie schaffe ich ein positives Klima? Das schaffe ich, glaube ich, nicht, indem ich sage, der Strom, der da gerade erzeugt wird, den verbrauchst du gerade, aber eben nur 1800 Stunden, sondern, und das ist unsere Erfahrung, das schaffe ich am ehesten noch mit finanzieller Beteiligung an lokalen Geschäften. Wir hatten vorhin mal das Thema Bürgergenossenschaften und sowas. Und ich glaube, das ist ein geeignetes Mittel, die Identifikation zu schaffen und jetzt nicht die Fiktion, ich mache einen Autarkie in einem kleinen Dorf irgendwo in Hessen mit 8760 Stunden Grundlaststrom. Wer das will, kann es haben, aber dann soll das bitte selbst bezahlen. Ja, und jetzt, Herr Waldmann, drängt es Herrn Kempmann, Ihre Frage zu beantworten. Also, Sie haben recht, es ist normales Geschäft, aber es ist eben normales Geschäft. Wir sind im regulierten Bereich und jetzt will ich Ihnen mal, so mal aus dem wirklichen Leben was berichten. Wir haben in dieser Region, weil klar war, das ist die Altmark, dass dort wenig Leute, viel Wind, dass dort richtig zugebaut werden wird, schon sehr frühzeitig entschieden, wir brauchen ein 110-380 Umspannwerk, was nichts anderes zu tun hat, als Windstrom von unten ins Übertragungsnetz zu transportieren. Wir haben 2008, wohlgemerkt, 2008 eine Investitionsmaßnahme bei der BNetz A beantragt. Die haben wir abgestimmt mit 50 Hertz, also ich glaube damals war es noch Vattenfall Europe Transmission. Können Sie mal sehen, wie die Zeiten sich ändern. Inzwischen ist es 50 Hertz. Mit denen das abgestimmt, die müssen ja die 380 dahin bringen, wir müssen die 110 dahin bringen, da muss ein Umspannwerk gebaut werden, 1000 MVA. Diese Investitionsmaßnahme ist im Frühjahr 2010 genehmigt worden. Da waren wir längst im Bau, weil es gar nicht mehr anders ging. Das Umspannwerk ist im Oktober 2010 in Betrieb gegangen. Im Dezember 2010 hat die Bundesnetzagentur die genehmigte Investitionsmaßnahme widerrufen. Begründung, falsche Rechtsgrundlage. Ihr hättet einen Erweiterungsfaktor nehmen müssen, den hättet ihr im Sommer beantragen müssen. Na gut, das konntet ihr nicht, ihr hattet ja eine genehmigte Investitionsmaßnahme, Pech gehabt. Im nächsten Fotojahr kommt es dann mit rein. Ganz wunderbare Sache, 30 Millionen Invest kaputt. Und genau in solchen Auseinandersetzungen sind wir und deswegen ist es nicht so einfach. Hier haben wir eine sehr kurzfristige Inbetriebnahme bekommen. Das ist ein Windpark, der ein bisschen meandert ist durch unser Netzgebiet, auch an mehreren Standorten angefangen hat, Genehmigungsverfahren zu betreiben und dann sehr kurzfristig realisiert worden ist. Wir müssen jetzt das Umspannwerk ausbauen, zwei neue Großtrafos stellen und zusätzlichen Leitungsbau. Genehmigungszeit 5 Jahre. Und das ist genau das Leck, was wir dazwischen haben. Das ist genau das Thema, wie kriegen wir Integration, wie kriegen wir Koordination hin. Da brauche ich keine Feindbilder, da muss ich auch nicht sagen, ihr könnt euren Job nicht, sondern muss ich mich mit der Realität auseinandersetzen und sagen, hier haben wir jede Menge administrative Schwierigkeiten, die einfach blöd sind. Und die Fortsetzung, Herr Waldmann, können Sie dann nachher, glaube ich, in der Kaffeepause gerne bei Herrn Kempmann bilateral abholen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank Ihnen für die Diskussion über die ersten Erfahrungen mit dem EEG 2014. Ich glaube, dass wir schon gesehen haben und auch diskutiert haben, dass eine Menge guter Ansätze dabei sind, aber dass eben gerade im Ausschreibungsmodell offenbar, wie wie wir heute Morgen schon gehört haben, doch noch deutliche Nachbesserungen möglicherweise nötig sind, jedenfalls dann auch mit Blick auf die anderen Erneuerbaren, die wir dann noch haben werden. Frau Müller hat ja heute Morgen schon angesprochen, dass das neue EEG sozusagen jetzt schon in den Startlöchern ist. Also all diese Expertise, über die wir jetzt gesprochen haben, müssen und können Sie dann anbringen. Und Frau Peter und Herr Bareis sind sicherlich gute Gesprächspartner, um das alles zu erfahren. Also nochmal ganz herzlichen Dank dafür.